SK-66 ready for takeoff, straight out departure. SK-66-189R5 cleared for takeoff runway 26, straight out departure approved. Ja, hallo liebe Leute, hier ist euer Sebastian, aka Gamer mit Bauch, oder wie man hier eventuell nochmal sieht, Batman-66. Ja, herzlich willkommen zu einem kleinen Special. Und zwar, wie ihr erahnen könnt, spielen wir jetzt Microsoft Flight Simulator 2020. Und, ja, mit einer Cessna. Und wir fliegen heute mal über Braunschweig. Ich stelle euch mal meine Stadt etwas vor, aus der Luft. Die Daten sind Echtzeit, das heißt Echtzeitwetter, Echtzeit, Uhrzeit. Kann man ja alles einstellen bei dem Spiel. Erwähnen muss ich allerdings, dass das Kartenmaterial, was in dem Spiel dazu führt, dass halt Gebäude platziert werden, knapp 2 Jahre alt sind. Oder ist. Nichtsdestotrotz. Den Flughafen, den ihr hier seht, das ist der Braunschweiger Flughafen. Es ist auch schon die ausgebaute Version. Vor ein paar Jahren hat man die ja ausgebaut, um größere Flugzeuge landen und starten zu lassen. Dafür wurde ein Teil ein Stück eines nahegelegenen Waldes abgeholzt. Ich glaube, das stand sogar unter Naturschutz. Und die Straßenverbindung zu Wänden, welche sich zu uns, zu Waggo, welches sich zu unserer Rechten befindet, wurde auch gekappt. Nichtsdestotrotz, wir starten den Flug und werden dann erstmal im Norden von Braunschweig zwei, dreimal fliegen, um den Langenheinrich rum und dann in den Süden rein. Alles klar, wir starten. Gut, prüfen wir nochmal ganz kurz. Ich spiele hier Maus-Tastatur-Kombination plus Xbox 360-Controller für die Steuerung selbst. Man muss erwähnen, du kannst hier echt jeden Kram anklicken. Karte, GPS-Ordnung und. Also ist alles anklickbar. Don't touch it. Geil. Mit dem Controller habe ich meinen Blick und halt Bewegung der Lenkung. Seitenruder. Wenn er jetzt ein paar Sachen anzeigt, dann liegt das halt daran, dass ich auf mittlerer Schwierigkeitsstufe spiele. Das heißt, es werden diverse Hinweise noch gegeben, um meinen Flug zu verbessern, wie hier zum Beispiel. Er bittet uns drum, also starte ich mal dran. Maschinen, Drehzahl erhöhen und Bremse lösen. Angedrückt halten sollte man. Und jetzt. Na? Jetzt macht das. Alles klar. Ich werde auf meinem Flug, werde ich dann ein bisschen mal Außensicht und Innensicht mal ein bisschen switchen. Ich hoffe, das stört nicht. Wenn es ein bisschen ruckelt, das Spiel ist natürlich noch, das heißt natürlich, es ist teilweise ein bisschen buggy noch. Also man muss ehrlich sagen, einige haben Bildratenprobleme und einige haben Probleme mit der Installation. Ich Gott sei Dank nicht. Oder nur am Anfang mal. So, wir starten jetzt. Falsche Höhenmesser-Einstellung. Das beheben wir mal schnell. Zack. Mal eingestellt. Gehen wir erstmal steigen. Also wir sehen links jetzt hier halt der Flughafen, was ich jetzt noch nicht gesehen habe. Doch, da ist die Forschung. Die Forschung wurde aber mittlerweile ein bisschen größer ausgebaut beim Flughafen. Wenn wir uns noch im Steilflug befinden, gehen wir mal raus. Ja, ja, alles gut. Da hinten befindet sich jetzt also Waggo, wie gesagt. Der Flughafen und wir fliegen jetzt Flammenfilter und Funk, was da hinten ist. Wir halten jetzt auf das Wenden, genau. Wir halten jetzt auf Wenden drauf zu. Oder überfliegen Wenden. Haben wir von links von uns, also jetzt drauf gefeilt, haben wir
Hier haben wir jetzt die Hansestraße. Von links nach rechts durchgängig. Halt das Industriegebiet, Hansestraße. Hinter uns die A2, die hier einmal durchführt. Wir überfliegen jetzt rein theoretisch Feldenhof. Ja, Feldenhof und unseren Hafen. Rechts von uns haben wir jetzt Wartenbüttel, also da. Jetzt Wartenbüttel. Wir überfliegen jetzt die PTB. Da gibt es die Atomuhr. Dahinter haben wir das Kanzlerfeld. Relativ groß. Das wird schon wieder viel zu hoch. Ich muss mal die Leitbilder mal ein bisschen tiefer stellen. 4%. Ja, das ist schon viel. Unten treten die Trimmung. Da rechts ist die FAL, die Forschungsanstalt für Landwirtschaft. Jetzt überfliegen wir hier links von uns, das ist Lamme. Kann ja auch so schön jetzt im Flugzeug gucken sehen. Beziehungsweise man sieht ja nichts. Also Lamme mit den Neubaugebieten, schon in den ersten Gebäuden. Wir machen jetzt einen ziemlich engeren Kreis und fahren jetzt fliegen jetzt die Bundesstraße entlang Richtung Lehndorf. Richtung Langer Heinrich. Gehen wir ein bisschen tiefer runter. Jetzt halt ein bisschen länger. Langer Heinrich, vorher kommt aber noch das Stadion. Hoffe ich mal, dass ich sie gleich verpasse. Ja, da hinten ist es schon. Also, wie gesagt, links von uns, hier, jetzt sehen, ist Lehndorf. Trimmung schon wieder. Machen wir es von aus. Da unten haben wir die alte Roggenmühle mit dem Aldi dabei. Hier unter uns ist jetzt was haben wir denn da? Das ist unsere Straße, Zellerstraße. Hier haben wir den Langen Heinrich, unser Kraftwerk. Links von uns haben wir den Schützenplatz plus im Bau befindlichen Wasserwelt. Jetzt überfliegen wir hier schon bereits Siegfriedviertel. Da ist das Siegfriedviertel. Und da natürlich das Eintrachtstadion, wie es sich gehört. Gucken wir aus dem Flugzeug darauf mal. Das ist sehr schön. Das Eintrachtstadion. Daneben VW-Werk. VW-Werk Braunschweig. Wir drehen ab, wir fliegen hier jetzt über die Vorwerkssiedlung, dahinter ist eine Rüme, und auf der linken Seite ist alles eigentlich fast alles VW. So, hier, das müsste das ehemalige MAN-Gelände sein, Kralenriede. Genau. Kralenriede, links hinten, da hinten ist Sandwüste, nimmt man die Ecke. Kralenriede. Bauen wir mal einen schönen kleinen. Jetzt fliegen wir bis zur... Ich glaube, das ist Berlinstraße. Ich bin da jetzt auch wohl. Ich bin nicht auf Berlinstraße.
dahin. Waggon, da links der Dippelsdorf. Den Ecken war ich hier auch schon wie. Fliegen jetzt mal der Hauptstraße ein bisschen nach. Links haben wir übrigens schön Riddagshausen, beziehungsweise die Teiche bei Riddagshausen. Holzteich unter anderem. Das macht mich natürlich neugierig, ob das Kloster auch richtig angezeigt wird, aber ich glaube es nicht. Also, links als Riddagshausen. Unter uns, wir kommen jetzt so langsam Richtung Uni-Bereich, Uni-Viertel. Da vorne kommt das nämlich schon. Puh. Da unten der Baumarkt rechts, wo ich jetzt überfliege, den gibt es schon lange nicht mehr. Da werden jetzt Wohnhäuser gebaut. Wir sind jetzt Bereich Beethovenstraße, östliches Innengebiet. Das hier ist alles die U-Viertel unter uns. Zu unserer Linken das richtige östliche Ringgebiet der großen Hauptstraße. Jetzt kommen wir hier zum Affenfelsen und weiteren TU-Einrichtungen. Hier ist dann hier direkt Richtung Hamburger Straße hochgeht. Wir bleiben einfach mal hier auf dem auf der Ringstraße. Da gleich kommt nämlich gleich die Zellerstraße von rechts. Dann überfliegen wir jetzt. Also jetzt sind wir schon das müsste jetzt die Vollwedestraße sein. Krankenhaus. Mit dem Altertümer. Oh, sehr schöne Szene gesetzt sich gerade. Wir fliegen jetzt hier, ich weiß, das ist noch nicht Zürichs-Ding. Unten haben wir die Breuzimmerstraße jetzt, rechts den Pippelweg, da hinten die Weststadt, hinter der Stadtautobahn. Wir folgen jetzt eigentlich denn hier jetzt über die Frankfurter Straße, da uns die Alba, links der Bauhaus. Ja, dann kommt Real schon und das ehemalige Bauhaus. Wir folgen weiterhin der Autobahn Richtung Grüningen. Und rechts kommt dann Gartenstadt. Unser Füllerkampf der Gartenverein oder beziehungsweise Privathäuser. Da jetzt rechts von uns die Gebäude, wo ich jetzt direkt hinzeige, das ist Gartenstadt. Geht dann überkreuzt hier der Südsee. Geht dann überkreuzt mit Rüningen und hier kommt schon bereits das erste Besondere an dem Simulator. Diese Türme sind keine Hochhaustürme, bitte. Das sind Mühlentürme. Rüninger Mühle. Ja, tatsächlich werden teilweise Sachen verkehrt angezeigt, oder Brücken werden nicht richtig platziert und. Kommt schon öfters mal vor. Unter uns jetzt nach Rüningen, das Industriegebiet von Rüningen, mit Metro und Edeka. Da hinten haben wir jetzt den Leiferde schon. Altleiferde, Neuleiferde. Kommen wir jetzt zum Überflug. Hier weiter die A39, geht dann Richtung Salzgitter, da hinten ist das Salzgitterbad. Wir machen jetzt mal einen kleinen Dreher. Und fliegen über Geithnelde wieder zurück in Richtung Braunschweig, in die Weststadt. Von der Weststadt fliegen wir dann in den Osten vom Ort. Das war aber Wind. Das war aber ein bisschen hardcore. So, da haben wir den Geithnelde Wald. Und genau links von uns kommt dann gleich Geithnelde. Und da vorne, ihr seht das nächste Problem. Normalerweise ist da der Breuzimmer Fernsehturm. Da hat man auch locker mal erstmal ein Hochhaus draus gemacht. So, hier fliegen wir jetzt über Geithnelde.
super geil. Der Breuzimmer Fernsehturm. Also vom Weiten würde man jetzt Mühltürme nicht so direkt kritisieren können. Aber im Nahen ist das schon schlecht. Ja, ja. Geh. Gut, hier kommen wir jetzt nach Breuzim reingeflogen. Unter uns der Breuzimmer Fernsehturm. Man sieht im Fernsehturm in der Richtung den Schatten vom Original. Da hinten haben wir Stidien. Und dann, wo ich jetzt direkt drauf zeige, das ist Lamme. Ich glaube, da kamen wir ja gerade her. Jetzt fliegen wir mal ganz direkt über die Weststadt. Unter uns also noch Breuzim bis zu den Bahnschienen. Hier haben wir jetzt also die Weststadt. Hier die markanten Hochhäuser. Da unten die Endstraße. Zur Hauptstraße führt, ich glaube, das ist die Münchenstraße. Und wir fliegen jetzt direkt rein. Rein theoretisch in die Innenstadt. Links haben wir Pippelweg, unter uns haben wir alter Westbahnhof, ist das. Heute sind da noch verschiedene Gebäude von damals noch, aber man sieht auch hier aufgrund des Alters, heute stehen da schon ein paar andere Gebäude. Wir fliegen jetzt auf die VW-Halle zu und die Nordwestbahn-Bankgebäude und natürlich jetzt grob über das Stadtzentrum. Wir sehen die St. Petri-Kirche, die St. Andreas-Kirche da hinten. Wir sehen den Rathausturm, der Dom da unten. Das Schloss vor allen Dingen. Galeria Kaufhof, was es ja dann bald nicht mehr geben wird in Braunschweig. Hier haben wir das Schloss. Das Museum. Das ist das Museum, das Theater hier vorne. Das Museum ist da hinten. Und dann kommen wir auch schon wieder zum östlichen Ringgebiet. Jetzt mit der Schwester noch mal einen kleinen Bogen. Da hinten sehen wir übrigens schön den Harz. Das wird auch merklich dunkler. ja. So, jetzt sind wir wieder auf Kurs. 800 Meter ist ein bisschen tief. 500. Ja, alles gut. Also, nochmal Stadtkern. Stadtkern zum drüber wegfliegen. Wir sehen jetzt den Symbolweg von links nach rechts durchführend. Einige. Die St. Andreas-Kirche, sehr markant natürlich da rechts. Großer Hof. St. Petri war da. Dann drehen wir jetzt weiter ab und und Inselwall zwischen den Bäumen und Schulgebäude. Dann kommen jetzt hier hinter der Straße, wie vorhin bereits gesagt, der Bereiche. Jetzt fliegen wir grob Richtung Bahnhof, weil die Ecke haben wir noch nicht von Braunschweig. Jetzt haben wir nochmal die Aussicht. Ja, 500. Alles gut. Ziemlich tief über die Gebäude. Okay, hier haben wir den Bahnhof. Ihr seht, mittlerweile gibt es hier den ganzen Bravo-Park, ein Einkaufszentrum und den Bravo-Tower und Überland, dem bekannten Restaurant von Tim Melzer. Hier haben wir den Güterbahnhof. Rechts Güterbahnhof, wir bleiben mal kurz beim Bahnhof. Wir fliegen jetzt über Wolters. Brauerei Wolters ist jetzt gleich direkt unter uns. Da ist Brauerei Wolters. Daneben ist Paulana. Hier kommen jetzt die Tennisplätze. Da wird meistens auch die... wie heißt das Tennisturnier? Ah, auch für Stars. Da kommen auch Stars bei das vor. Gut. Wie gesagt, hier unter uns jetzt
Und genau da, wo jetzt da unten der Ansatz ist, da steht, man sieht jetzt hier, ist alles Baustelle. Heute steht da, wie gesagt, Bravo Park mit verschiedensten mit dem Hochhaus, Bravo Hochhaus, mit dem Melzer halt seinem Restaurant drin hat. Und natürlich ein großes Einkaufscenter mit Edeka und was weiß ich nicht, was da alles drin ist. Da unten jetzt die Stadthalle links, da wo ich direkt drauf zeige, das ist die Braunschweiger Stadthalle. Und sonst hier alles Wohnhäuser. Und unten ist der bekannte Bahnhof. Wir fliegen jetzt nochmal an der Brauerei vorbei und kommen jetzt Richtung Vorsiegstraße. Wir führen von unten rechts nach links durch. Bebelhof auch genannt. Die Gegend. Hier hinten Rote Wiese Sportplatz. Es geht über zur Salzanumer Straße. Hier das große Klinikum. Mittlerweile ist der hintere Teil vom Klinikum Salzanumer Straße fertiggestellt. Riesentrakt. Wir sind jetzt über dem Ortsteil Südstadt. Ja. Südstadt, da hinten haben wir Lindenberg-Siedlung. Krass, die haben sogar schon die neuen die neuen Gebäude schon da. Das ist ja krass. Das Neubaugebiet ist schon dabei von der Lindenberg-Siedlung. Das ist ja geil. Ein bisschen tiefer. Da ist der Busbahnhof übrigens. Hier, der Busbahnhof. Dann der Güterbahnhof und Postverteilzentrum war und links. Hier ist Opel, Opel Autohaus. Links Friedhof. Also zwei Friedhöfe, einmal katholisch, einmal evangelisch. Jetzt fliegen wir. Gott, jetzt haben wir den Drehwurm, ey. Orientiert. Ach ja, hier war früher mal die Heinrich-Löwe-Kaserne, da wo die ganzen Neubauten sind. Hat man ja alles niedergerissen, teilweise, ja, gehört jetzt alles Lindenberg-Siedlung und hier haben wir Rautheim. Das ist alles Rautheim. Ja, da sind wir. Ja. Da hinten ist der Elm. Das passt schon. Alles klar. Und ich bin nicht ganz sicher. Wir drehen jetzt mal ein bisschen bei. Und fliegen. Das müsste Mascherode sein jetzt. Wir fliegen jetzt nach Mascherode rüber. Das Mascherode. Also verzeiht mir, falls es jetzt doch wirklich tatsächlich verkehrt ist. Ich habe jetzt keine Karte mehr laufen. Genießt einfach die Aussicht. Es ist einfach nur geil. Wir folgen jetzt der Straße hier unten, der Bundesstraße. Direkt nach Stöckheim. Huhu. Da unten ist die Kiesgrube. Heilige Kiesgrube oder Baustofflager. Hier haben wir die A36, glaube ich, heißt die jetzt mittlerweile. Hier unten kommt jetzt das Industriegebiet. Und die Forschungs- und eine weitere Forschungsanstalt für Infektion hier unter uns. Rechts, das ist das Gewerbegebiet, Kaufläden und so weiter. Das ist Stöckheim selber. Sehr groß.
Hier hinten das Neubaugebiet ist mittlerweile fast fertig, aber man hat auch da schon relativ neue Bilder eingesetzt. Bin jetzt ziemlich überrascht. Da hinten in der Ferne übrigens Flugplatz Große Wiese, das ist Wolfenbüttel. Jetzt kommen wir, das müsste Leiferde sein. Ja, das ist Leiferde. Wir überfliegen jetzt gerade also direkt Leiferde. Kommen jetzt wieder ins Industriegebiet von Röningen, wo GOM unten gebaut hat. Sagt doch mal einer, warum ich hier so sinke. Aha. Und wieder zurück. Wieder zurück nach Stöckheim. Da unter uns ist die, jetzt ist es ja IGS, früher war es eine Orientierungsstufe. Und jetzt IGS. Ja, und dann fliegen wir von hier aus mal Richtung Heidberg. Mit dem Heidbergsee. Hier haben wir schon mal Melferode. Das links ist die Oka, der wir jetzt nachfliegen. Das ist alles Melferode. Da vorne kommt dann ein großes Gebäude, ein großer Trakt. Das ist das Krankenhaus. Die HIH-Klinik. Da beim Kreisel rechts, wo wir jetzt gleich direkt rüberfliegen können. Links ist eine Stahlfirma und ein unter uns Wohnhäuser plus Autohaus. Hier haben wir jetzt Heidberg. Ich bin ein bisschen enttäuscht, Hochhaus gibt es nicht so dargestellt, wie man das kennt. Aber okay. Das ist also jetzt da direkt der Heidberg mit Einkaufszentrum allen. Das ist die Realschule. Und hier ist der Heidbergsee. Mal aus dem Flugzeug raus, das ist auch sehr schön. Seitenruder ein bisschen. Ja, und ich denke mal, damit haben wir jetzt Braunschweig abgeklappert. Das kann ich, ob ich irgendwas vergessen habe. Heidbergsee. Der Zahlemer Straße. Es ist schon ein riesiges Krankenhaus. Beinhaltet mittlerweile auch schon extrem viel, wenn man überlegt, dass das Flieger mal früher mal Fliegerhorst war. Also Hospital von der Bundeswehr heute nicht groß. Das ist auch noch alles Heidberg. Hier unten die Autobahn. Da unten übrigens die alte Fliegerschule aus Kriegszeiten noch, wo ich jetzt gerade mit der direkt drauf zeige. Typischer Prunkbau der Nazi-Zeit sozusagen. Ja. Ich würde mal sagen, wir steigen mal ein bisschen an und gucken uns das Ganze weiter oben an. Bisher waren wir ja nur auf einer Höhe von 1000. Jetzt ja noch ein bisschen erhöhen. Ich glaube, 1500 kann die Maschine. Ich glaube, mehr kann sie nicht. Ja. Ja, nee, doch mehr. Ist egal, schon von der Höhe ist das schon. Das schon cool aus. Ein guter Gegentrimmung. Trimmung auf. Aus knapp 1700 Metern Kreisel neu einstellen, alles klar. Haben wir jetzt noch mal eine schöne Übersicht über Braunschweig. Hier Stadtkern, Schloss, hinten, dann zwei Brauchlinien. Ja, ich würde mal sagen, das war's von mir. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar tolle Dinge zeigen. Wir sind
Klammern meine Stadt Braunschweig. Natürlich sind nicht alle Orte, es gibt noch zwei, drei Orte weiter nordöstlich, die ich jetzt nicht gezeigt habe. Verzeiht mir das bitte. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und ihr schaltet beim nächsten Video von mir wieder ein. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal.